Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 23. November 2021. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren News-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe wieder einige Neuigkeiten für euch, sind jetzt nicht super brandaktuell. Manche sind auch schon ein, zwei Wochen alt, aber ich sammle die ja immer, um euch die dann in einem schönen, kompakten Video zusammenzufassen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit den News-Nummer oder mit den Neuigkeiten Nummer 1. Ja, beginnen wir mit der ersten Neuigkeit und dabei geht es um die Renovierungen im Disneyland Paris. Einige Attraktionen öffnen wieder nach der Renovierung, einige schließen. Star Wars Hyperspace Mountain wird vom 22. bis zum 25. November geschlossen sein, also ganz kleine Zeitspanne und ja, für kleinere Änderungen. It's a Small World schließt jetzt ab dem 29. November 2021 auf unbestimmte Zeit. Ich hatte es ja schon mal erwähnt in einem meiner News-Videos, das wurde ja verschoben. Und jetzt ist es der 29. November und wir wissen ja, bei Phantom Manor ging es auch sehr lange, die Renovierung. Also ich glaube, bis zum 30. Geburtstag wird Small World auf gar keinen Fall fertig sein. Das ist meine Meinung. Was dann am Ende, wie lange es dann am Ende dauert, werden wir sehen. Und dann gibt es zwei Wiedereröffnungen, und zwar der Drache unter dem Schloss. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Links gibt es so einen kleinen Eingang und auch im Schloss selbst gibt es einen geheimen Eingang zum Drachen unterm Schloss, zu Maleficent. Der öffnet wieder am 1. Dezember und auch Orbitron öffnet am 17. Dezember wieder. War auch sehr, sehr lange in der Renovierungsphase Orbitron und da freue ich mich sehr, es in einem neuen Glanz zu sehen und vielleicht haben sie auch was am Drachen gemacht. Ich werde es dann im Dezember mir dann genauer anschauen. Kommen wir zur zweiten und eigentlich auch dann schon fast zur dritten Neuigkeit, denn bei beiden Neuigkeiten geht es um die Jahreskarten im Disneyland Paris. Erstmal gibt es Neuigkeiten zu den Jahreskarten. Denn ja, die Jahreskarten-Events kommen im Jahre 2022 zurück. Die wurden ja ausgesetzt, ich dachte eigentlich auch für immer. Aber nein, sie kommen nächstes Jahr wieder zurück. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Die Orga war ja nicht immer die beste bei den Jahreskarten-Events. Ich war ja jetzt auch schon auf einigen und die kosten ja auch immer noch zusätzlich. Also wenn ihr eine Jahreskarte habt, kosten die Events dann nochmal zusätzlich. Und ich glaube, die Jahreskarten-Events, also so war es vorher, wie es nächstes Jahr ist, weiß ich nicht, waren auch nur für die Magic Plus und für die Infinity-Jahreskarten möglich. Dann wird es im Dezember also für die Infinity-Jahreskartenhalter, könnt ihr den Film Encanto sehen, im Park, kostenlos. Ich vermute, der Film wird auf Französisch laufen. Es gibt noch keine genaueren Details. Aber ja, man hat die Möglichkeit, den Film Encanto zu schauen mit einer Infinity-Jahreskarte. Nähere Details werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann noch bekommen. Ja, und dann kommen wir zu nicht so erfreulichen Nachrichten, denn die Preise für die Jahreskarten erhöhen sich oder sind jetzt schon bereits erhöht worden. Also wenn ihr jetzt euch eine neue Jahreskarte kaufen wollt, müsst ihr schon die neueren Preise bezahlen. Ich lese mal die Preise vor. Ich schreibe es ja auch nochmal hier genau rein. Also die Discovery kostet jetzt 209 Euro. Die Magic Flex kostet 299 Euro. Die Magic Plus 329 Euro. Und die Infinity kostet jetzt 479 Euro. Ist jetzt nicht der Mega-Anstieg. Es sind so 30 bis 40 Euro. Kommt auf die Jahreskarte drauf an. Es wird aber gemunkelt, dass es nächstes Jahr noch teurer werden soll. Das sind aber alles Gerüchte, deswegen möchte ich mich nicht darauf festlegen. Ich habe gerade meinen Hausschuh verloren. Mensch, so. Also, ja, es ist nicht der mega große Preis-Increase, wie man das so sagt. Ist natürlich blöd, wenn die Preise immer steigen, aber bei 30 Euro sage ich noch, okay. Wenn es mehr wird, muss ich mal schauen. Ich muss tatsächlich meine läuft im April ab. Das heißt, ich kann im Februar verlängern und ich hoffe, dass es erstmal bis Februar bei den Preisen bleibt. Dann bin ich erstmal wieder ein Jahr safe. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Jahreskarte habt, welche Jahreskarte ihr habt
Und ob ihr mit dem Preisanstieg d'accord seid, also ne, ist es für euch in Ordnung? Würdet ihr noch mehr bezahlen für die Jahreskarte? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 4. Es geht ums Schloss. Und wer meine Vlogs aus dem Disneyland Paris verpasst hat zur Christmas Season, da habt ihr viel verpasst, denn ich habe das fertige Schloss gezeigt. Ja, es ist fertig. Als ich da war, war noch ein bisschen Bauzaun auf der rechten Seite, aber hier mittlerweile ist es komplett, also auf der Vorderseite komplett enthüllt, auf der Rückseite ist noch ein bisschen Bauzaun, aber wenn man aufs Schloss, auf der Main Street steht und aufs Schloss runterschaut, ist es tatsächlich fertig. Und ich blende euch gerne noch hier ein Bild ein, wie es bei meinem Besuch aussah. Die größten Veränderungen, muss ich sagen, sehe ich jetzt nicht. Es sieht ein bisschen so aus, wie was hätte man mit dem Hochdruckreiniger mal kurz was abgespritzt oder wie Brina gesagt hat, von P73 auf P74. Eine Nuance dunkler. Aber es sieht ein bisschen frischer aus. Das Gold ist natürlich strahlender. Unser Schloss ist halt trotzdem immer noch das Schönste und es bleibt auch das Schönste, auch wenn die Veränderungen jetzt nicht enorm waren. Ich finde es trotzdem immer noch wunderschön. Kommen wir zur fünften Neuigkeit und wahrscheinlich der wichtigsten, der imposantesten, wenn man das so sagen kann. Und zwar geht es um den 30. Geburtstag im Disneyland Paris. Ihr wisst ja, ab 6. März feiert das Disneyland bereits seinen 30. Geburtstag, also nächstes Jahr. Und jetzt hat die D20 oder ja, die D23 war jetzt am Wochenende und hat einige News herausgegeben zum 30. Geburtstag und auch zum Avengers Campus. Und die möchte ich jetzt auch natürlich hier mit euch teilen. Ja, beginnen wir. Ich zeige euch, blende euch natürlich auch schöne Bilder ein. Beginnen wir mit Mickeys neuem Kostüm zum 30. Geburtstag. Die Charaktere werden, ja, 30. Geburtstag Kostüme tragen. Ich muss sagen, die ähneln sehr den Kostümen oder diesem Farbschema von Walt Disney World. Dieses Holo, Metallic, Pastellfarben ineinander gemischt. Also schon sehr ähnlich dem Farbkonzept von Walt Disney World. Und ja, es wurde gesagt, es wurde announced, dass es eine Show geben wird auf dem neu erstrahlten Schloss sozusagen. Es wird eine, ja, wie soll man sagen, eine Projektionsshow geben mit den Charakteren auf der Bühne. Ich muss mich nochmal korrigieren. Also ich muss das nämlich ablesen. Also es ist nicht, dass Projektionen auf dem Schloss sind. Das Schloss dient als schöner Hintergrund für eine neue Show am Central Plaza, also auf diesen Bühnen, die ihr jetzt auch von der Christmas Parade kennt. Da werden die Charaktere auftreten. Ihr seht hier auch ein Bild. Und ja. Auch von den neuen Kostümen von Minnie und Daisy und Donald, Goofy und Pluto. Und das Schloss soll natürlich im Hintergrund schön erstrahlen. Was es genau jetzt ist, wie lang die Show geht, etc. Da Details wurden da noch nicht preisgegeben. Es wird natürlich angepasste Deko auf der Main Street geben. Da wurde jetzt der am Town Square der Pavillon gezeigt mit der neuen Deko. Und ich finde das Highlight ganz schön auf der Spitze. Ist diese 30 drauf mit, ja, was, also die 30, wie, die aussieht wie ein Mickey-Kopf. Das finde ich richtig schön. Ja, und dann wurde ja noch was announced, preisgegeben, und zwar der Avengers Campus öffnet im Sommer 2022, also während der Festlichkeiten im Disneyland Paris wird der Avengers Campus öffnen. Wann im Sommer? Wurde nicht gesagt, also ob jetzt Juni oder August, weiß man noch nicht. Ich glaube, da wollte man sich jetzt auch noch nicht festlegen. Ja, welche Neuigkeiten ich ein bisschen schade finde, ist, dass es keine neue Parade und auch kein neues Feuerwerk geben wird. Es wurde nur gesagt, dass Illumination und Disney Stars on Parade natürlich zurückkommen. Illumination ist jetzt schon im Dezember, da bin ich dann auch vor Ort. Disney Stars on Parade dann im Januar. Und die beiden Shows werden dann auch für den 30. Geburtstag bleiben. Das finde ich ein bisschen schade, weil die wurden ja damals für den 25. Geburtstag kreiert. Klar, sie hatten jetzt eine lange Pause wegen C. Aber ja, wahrscheinlich keine Zeit da finanziell. Ne? Auf jeden Fall wird es keine neuen Paraden
Parade oder Abendshow geben. Es wird diese neue Show vor dem Schloss geben zum 30. Geburtstag, aber keine tägliche neue Parade oder, ja, ich sag das jetzt zum fünften Mal. Finde ich persönlich wirklich ein bisschen schade, weil ich es in- und auswendig kenne mittlerweile, aber könnt mir gerne unten mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das toll, dass beides wieder zurückkommt und auch bleibt? Oder hättet ihr euch was Neues gewünscht? Ja, jetzt kommen wir zur letzten Neuigkeit in eigener Sache. Ja, es gibt jetzt keine Disneyland Paris News. Also eigentlich im Hintertürchen schon. Denn ab 1. Dezember wird es einen Adventskalender hier auf YouTube geben. Ich werde jeden Tag sozusagen ein Türchen öffnen oder ihr dürft ein Türchen auf meinem YouTube-Kanal öffnen mit Geheimnissen, Secrets aus dem Disneyland Paris und den Walt Disney Studios Parks. Park, nicht Parks. Genau, also ich habe beim letzten Besuch fleißig für euch gefilmt, die Neuigkeiten zusammengetragen, um jeden Tag ein Video für euch hochzuladen. Es geht nicht lange, irgendwie so 1-2 Minuten, maximal vielleicht 3. Und wird immer um 12 Uhr hochgeladen, damit es nicht mit anderen Videos gegebenenfalls kollidiert, weil die normalen Videos werden weiter um 18 Uhr online gehen. Also jeden Tag ab 1. Dezember bis zum 24. Dezember könnt ihr um 12 Uhr ein kleines Video von mir sehen mit Secrets aus dem Disneyland Paris. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auch jeden Tag ein Türchen mit euch teilen zu dürfen. Und vielleicht ist es an eine oder andere dabei, was ihr bisher noch nicht wusstet aus dem Disneyland Paris. Ja, und das war's auch schon mit meinem News-Video. Klein, kompakt, jetzt auch nicht so mega spektakulär. Natürlich der 30. Geburtstag, aber es sind halt nur ein paar Artwork-Bilder. Jetzt nicht mega, was da preisgegeben wurde. Der Avengers Campus, das hat man auch gemunkelt, dass es aufmacht zum 30. Geburtstag. Jetzt ist es ein bisschen später im Sommer erst, aber dann feiern wir erst den 30. Geburtstag und im Sommer dann nochmal die Eröffnung vom Avengers Campus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!